Mazda geht die Dinge gerne etwas anders an. Anstatt den Fahrzeugen ausgefallene Namen zu geben, die eine tiefere Bedeutung haben, nennen die Japaner ihren kleinsten ganz schlicht 2. Seit 2014 buhlt die dritte Generation nun um die Gunst der Käufer und geht dabei neue Wege, anstatt ausgetrampelten Pfaden zu folgen. Der größte Unterschied zur Kleinwagenkonkurrenz, das ist wohl der Motor. Mazda verzichtet komplett auf den Einsatz von Turboaggregaten, was den Nachteil hat, dass sich der Motor, der hier verbaut ist, rein subjektiv ein bisschen schwach auf der Brust anfühlt. Das liegt daran, dass das maximale Drehmoment hier erst ab 4000 Umdrehungen die Minute anliegt. Ein Vorteil hat das Ganze aber auch, dadurch, dass die Luft nicht erst durch einen Turbo komprimiert werden muss, ist das Ansprechverhalten ein bisschen direkter. Die objektiven Zahlen können sich sehen lassen. Der 2 beschleunigt in unter 10 Sekunden auf 100 km/h. Das schaffen vergleichbar motorisierte Kleinwagen der Konkurrenz nicht. 4,5 Liter Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer sind ein guter Wert. Ein weiteres wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Mazda 2, das ist der hier betriebene Leichtbau. Das Einstiegsmodell wiegt schon unter eine Tonne und auch mit mehr Ausstattung ist der Mazda 2 in der Regel 100 bis 200 Kilo leichter als die Konkurrenz. Das wirkt sich natürlich positiv sowohl auf den Verbrauch als auch auf das Fahrverhalten aus. Mazda nennt das Ganze die Gramm-Strategie. Jedes unnötige Gramm an Gewicht wird vermieden und sorgt in der Summe für über 100 Kilogramm Gewichtsersparnis. Zusammengefasst mit der speziellen Motortechnik werden diese Maßnahmen unter dem Synonym Sky-Active-Technologie vermarktet. Zum Glück sieht der Innenraum keinesfalls nach Verzicht aus. Er unterscheidet sich kaum von größeren Mazda-Modellen. Besonders herausstechend die lange Zierleiste im Armaturenbrett. Im Innenraum fällt besonders positiv die Bedienung des Infotainment-Systems mit diesem Drehregler in der Mitte auf. Das kennt man normalerweise nur aus höherpreisigen Fahrzeugklassen oder eben vom Konkurrent Audi A1. Natürlich kommt Mazda nicht so ganz an die Qualitätsanmutung der Ingolstädter heran, aber es ist definitiv erfrischend, hier eine Bedienung zu haben, die nicht einem Smartphone ähnelt, sondern sich davon deutlich unterscheidet. Wer jetzt aber nicht auf einen Touchscreen verzichten kann, der muss keine Angst haben, denn im Stand funktioniert der Bildschirm immer noch als Touchscreen, allerdings ausschließlich im Stand. Eine Verbindungsmöglichkeit von Handy und Auto per Android Auto oder Apple CarPlay gibt es beim Mazda 2 leider nicht. Dafür gibt es aber gegen Aufpreis einen Handyhalter, wenn man das Gerät als Navi nutzen möchte. Der Mazda 2 hat definitiv genug Alleinstellungsmerkmale, um sich von der Konkurrenz abzuheben, jedoch auch genug Gemeinsamkeiten mit der Konkurrenz, um in der Klasse der Kleinwagen eine Rolle zu spielen. Wie zum Beispiel kompakte Außenmaße gepaart mit einem langen Radstand für genug Platz im Innenraum. Wer ein Auto sucht, das entspannt zu fahren ist, ohne unnötige Gimmicks, der sollte sich den 2 mal genauer anschauen. Ab rund 13.000 Euro ist der Mazda 2 in Deutschland zu haben. Unser Testwagen kostet 5.000 Euro mehr. Aber er kann sich sehen lassen und ist keine schlechte Wahl im Kleinwagensegment.